Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Wie löse ich eine Aufgabe, wenn ein Minus direkt vor der Klammer steht? Ohne große Umschweife wollen wir uns das direkt mal anschauen. Wir haben ein Minus vor der Klammer und dürfen nicht vergessen, dass ein Minus vor der Klammer nichts anderes bedeutet als minus 1 mal. Denkt euch diese minus 1 oder schreibt sie euch ruhig dahin. Und dann denken wir an die nächste Regel. Minus, also generell ein Faktor vor der Klammer, wird mit jedem Term innerhalb der Klammer nacheinander multipliziert. Ja? Das heißt, wir gehen alle Terme jetzt mal durch. Und ihr kennt den Satz vielleicht aus der Schule, ein Minus vor der Klammer ändert jedes Vorzeichen in der Klammer. Aber wie kommt das zustande? Und das schauen wir uns genau jetzt mal an. Denn wenn wir diese Regel hier durchgehen, der Faktor vor der Klammer mit allem, was innerhalb der Klammer ist, nacheinander zu multiplizieren, denken wir nur noch an die Regel, dass Minus mal Minus gleich Plus ist. Und schon haben wir das Rätsel zur Lösung. Schaut mal. Gleich. Minus 1 mal minus 3, minus mal minus ist plus. So heißt die Regel. Dann wird daraus also, ich schreibe es jetzt einmal hin, plus 3a. Dann denkt ihr aber an die Regel, ein Plus ganz zu Anfang kann man auch weglassen. Ja? Deswegen, ganz zu Anfang brauche ich so ein Plus nicht. Mache ich gleich wieder weg. Weiter geht's. Minus 1 mal 4b, da steht es positiv. Minus mal plus, ja, wenn es zwei unterschiedliche Vorzeichen sind, wird es immer minus sein. Also wird dann hier, wie auch die Regel aus der Schule sagt, das Vorzeichen innerhalb der Klammer wird einfach umgedreht, ne? Weil wir hier mit minus 1 multiplizieren. Dann also minus 4b. Und laut Regel aus der Schule muss dann hier ein Plus draus werden. Und wie kommt das zustande? Weil vor der Klammer eben die minus 1 steht. Denn minus mal minus ist eben plus. Genau da kommt es her. Ja? Plus 11, das ist dann auch schon unser Ergebnis. Und weil es das Ergebnis ist, unterstreichen wir das doppelt. Hier am besten noch mit einem Lineal und dann ist gut. Und alle sind zufrieden. Wir werden in weiteren Videos mal üben, wie das ist, wenn vor der Klammer nicht unbedingt nur ein Minus steht, sondern vielleicht noch ein weiterer Faktor dazu. Alle unsere Videos findest du auf mathehilfe24.de. Werbefrei und nach Klassen und Themen sortiert. Schau einfach bei uns vorbei. Es lohnt sich.